Herr Stick, Sie haben heute sozusagen den Eröffnungswalzer aufs Parkett gelegt und im Hintergrund hören wir schon Applaus. Es ist die große Walzernacht, die endlich wieder zurück ist. Was bedeutet denn das für Sie? Es ist, glaube ich, Ihre erste als Oberbürgermeister, oder? Ja, also ich sag mal, ich selber habe mich nicht ganz so wohl gefühlt bei dem ersten Walzer, aber Spaß beiseite. Ansonsten ist es einfach ein Traum. Wir haben großartiges Wetter, wir haben ein tolles Orchester, wie wir gerade hören, und vor allem die Menschen sind gut drauf. Alle, fast alle in Weiß gekleidet. Und alle wollen einfach diesen Tag besonders genießen. Und das machen wir jetzt auch. Wie nehmt ihr die Atmosphäre heute wahr hier? Ja, sensationell. Also diese ganzen weißen Oberteile, das ist schon wirklich, wirklich schöne Atmosphäre, schönes Flair. Also wir freuen uns wirklich sehr. Und bei dir? Ja, ich finde es auch toll. Ja. Macht Spaß. Wir kommen aus Straupitz. Das ist ja nicht so weit im Spreewald. Und der Abend ist eben wunderschön. Und das Wetter, das ist ja wie ein Bilderbuch. Also wie Lotto ist das. So eine schöne Nacht. Und so viele schöne Leute, alle in Weiß. Ist das nicht toll? Schöne Atmosphäre. Schön, sehr schön. Es ist ein wunderschöner Abend zum Schunkeln mit super Live-Musik von unserem super Staatstheater in Cottbus. Wir haben schon schön getanzt und der Musik gelauscht und der Sommerabend ist einfach herrlich. Macht einfach Spaß, einfach schön. Alle sind gut gelaunt, schön angezogen. Ich freue mich einfach, wie schön sie angezogen sind und wie sie strahlen und wie fröhlich sie sind. Man kann hier wunderbar flanieren, man kann sein Bierchen trinken, man kann Walzer tanzen. Man kann den Abend genießen bei der schönen Atmosphäre mit dem Orchester. Wunderbar. Und Sie haben heute eine ganz besondere Begleitung tatsächlich auch mit dabei. Es ist eine Delegation, die sich aus Bund europäischen Vertretern zusammensetzt. Erklären Sie uns da auf. Genau. Unsere Ministerin Manja Schüler hat ja schon vor langem die Idee gehabt, die Region mitten im Strukturwandel, die Lausitz, sowohl den brandenburgischen als auch den sächsischen Teil und gerne auch den polnischen Teil, zur Kulturhauptstadt, zur europäischen Kulturhauptstadt zu machen. Und heute hatten die einen fantastischen Tag. Sie haben den Kulturzug im wahrsten Sinne des Wortes genutzt von Berlin nach Cottbus, Breslau und auch zurück und haben einfach kennengelernt, wie vielfältig wir jetzt schon sind in der Kultur, was es alles für Schätze zu entdecken gibt. Und die sind übrigens jetzt schwer begeistert und haben auch schon getanzt und ich glaube, wir haben gute Chancen. Was wäre denn da das Positive, was man daraus nimmt, wenn die Herrschaften sehr beeindruckt sind? Natürlich ist das auch immer noch mit einer Förderung und mit viel Aufmerksamkeit verbunden. Und wir sind so vieles, aber wenn wir in dieser Region auch noch europäische Kulturstadt werden, ich glaube, dann ist das nochmal ein Bonus, den wir uns natürlich schon verdient haben. Es wäre eine große Ehre und eine große Auszeichnung. Ja, Altstadtverein natürlich auch mit dabei heute bei der Walzernacht und natürlich auch den Stream supportet heute. Aber erstmal grundsätzlich ein schönes, zufriedenes Event. Ja, war ein sehr schönes Event. Ja, man sieht es ja, die Leute sind alle glücklich, alle sind froh, alle in Weiß. Wir haben wirklich sehr viel organisiert. Den Livestream haben wir mit organisiert. Dann, wie die ganze Altstadt aussehen sollte, mit den Hussen, dass alle in Weiß sind. Ja, wir haben viel organisiert, ja. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, Walzernacht darf es weitergeben, ja? Natürlich, immer wieder.